Hey, ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bioshock. Cooler Rotor 1. Tja, in der letzten Folge haben wir uns ja so ein bisschen Andrew Ryan ein bisschen weiter genähert. Und naja, mal schauen, was jetzt hier so Sache ist. So. Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon, alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit! Oh Gott. Was macht er denn jetzt? Zu besprechen. Ja. Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Ja, irgendwie wundert mich das jetzt gerade gar nicht. Okay. Wo zum Geier? Ist das dein Bälde? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Sojong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte! Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Was zum... Nein! Sehr schön. Was zum... Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Sushong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines... Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt oh, hallo! Gekommen, um mich zu töten. Wie geht's dir? Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Ich kann Golf spielen. Macht? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und an dieser Ort hier? Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Halt. Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Nee. Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Nee. Wärst du so freundlich, 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 endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzugehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Ja.
Der Freie hat die Wahl! Der Sklave gehorcht! Fuck! Wisst ihr aber eigentlich, was das heißt? Gehorche! Also erstens heißt das... Ich hab hier Ryans genetischen Schlüssel! Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken? Ja, also erstens heißt das, wir sind nur ein Versuchsopfer. Und ich würde mal so sagen, von Dr. Su Chong. Zweitens heißt das, dass ich glaube, Andrew Ryan der einzig Normale hier war. Und dass Atlas ziemlich viel Scheiße mit uns gemacht hat. Wärst du so freundlich, aber selbstverständlich, Sir. Darf ich ihn noch den Arsch abwischen, Sir? Ach du Scheiße. Da sind ja wieder Wendungen hier. Nee. Ich muss sagen, ich hatte schon eine Menge Geschäftspartner in meinem Leben. Aber sowas sieht nicht. Natürlich könnte die Tatsache mitgespielt haben, dass du genetisch darauf getrimmt warst, bei dem Kommando, wärst du so freundlich, sofort zu spuren. Aber trotzdem, sobald die Maschine den genetischen Schlüssel verarbeitet hat, den du dem menschlichen Golfball abgeluchst hast, Rapture von vorne bis hinten mir. Du warst ein guter Kumpel. Aber wie sagt man so schön, man soll niemals Geschäft und Freundschaft vermischen. Danke für alles, mein Junge. Vergiss nicht, Ryan Schiff von mir zu grüßen. Oh Mann. Passen Sie auf, Mister! Nein, warte, das wollte ich. Na, ah, jetzt muss ich mich hier, glaube ich, erstmal, bevor ich dir auch nur ansatzweise kleine, muss ich mich hier erstmal um zur Sicherheit kümmern. Was hältst du davon, ha? So, komm mal runter hier, danke. So, hacken, hacken. Ah, shit. Ging nicht, zu spät. Alles klar. So. So. Hacken. Nein. Ah. Die sind ein bisschen, fixer, als dass ich drücken kann. So, du bist, glaube ich, kaputt, oder? Kann das sein? Jetzt auf jeden Fall. So. Dann haben wir da noch einen. Danke, genau den wollte ich mir jetzt kaufen. Danke. So, komm, beschütze mich. Beschütze mich, ich bin der Kästengeist. So. Zwei könnten ja wohl erstmal so für den Anfang genügen, oder? Wow, 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 wow. Aua. So. Gott. Ah, oh, warte, das ist meiner. So, haben wir es jetzt? Ja. Jetzt haben wir es, glaube ich, oder?
Ach, egal. Ich laufe jetzt einfach. So, zwischenzeitlich nochmal im Verbandskasten. Was seid ihr denn für kleine... Wärt ihr so freundlich, mir den richtigen Weg zu zeigen? Nicht? Nee, das dachte ich mir schon. Tja. Ryan Merz Schmugglerring aus, okay. Na gut. Na? Dann weiter nach Olympus Heights. Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen am Ort deiner Geburt. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Ach, das kannst du doch so nicht sagen. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Ich lass mich rein. Ich habe an dir gearbeitet, während du schläfst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, dir ist was runtergefallen. Unangenehme Dinge mit dir anzustellen. So, unangenehme Dinge. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchong hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Kommen Sie mit! Tenenbaum hat gesagt, er hilft uns! Okay. Also irgendwie wird das hier immer creepiger. Er wird uns alle retten. Ja, Pustekuchen ist. Ja, ich mag euch auch. Ganz toll. Ich hab euch zum Fressen gern. Wer ist das? Ja, es wäre ganz cool, wenn ihr mir mal die Tür aufmachen würdet. Hey, kommt mal an der Hundeklappe. Oh, danke. Danke, kleines Hündchen. Oh Gott. Tja. Nee, eigentlich ja nicht. Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Wärst du so freundlich und würdest einfach mal die Fresse halten? Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Was? Mhm, okay. Ja. Die Musik finde ich gut, aber... So. Ich bin gerade noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, nein, ach, egal. Ich wollte sagen, ich bin noch so ein kleines bisschen, über diese Wendung doch jetzt ein bisschen, ja, ne? Überrumpelt, sagen wir es so. So. War das jetzt eigentlich das Big Daddy-Dings? Ja, Tatsache.
Alter, verzieh dich, Junge. Kannst du nicht einfach... Ah, Gott. Hat das gewirkt? Nee, ich glaube, das hat nicht gewirkt. Ich glaube, ich musste mal eben ganz schnell ein Verbandskasten nehmen. Oh Gott, verzieh dich, Junge. Ich habe hier gerade ein ganz anderes Problem, klar? Jetzt ist das Ding auch noch leer. So, okay, 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 okay. Muss ich da rein? Nein. Will ich da rein? Nein. Hey, kannst du mal aufhören, mit Dingern an mir zu speisen? Ich finde das echt arg und cool. Hier, kriegst auf die Fresse. Oh, Mist, das wollte ich nehmen. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Alles klar, da ist die Kamera. Warum? Nein, das... Nein, shit. Nein, ich muss zurück. Nein, die haben meinen Elektrobolt ausgetauscht. Ihr Säcke. Ich möchte... Wo ist mein Elektrobolt? Nee, echt jetzt? Das finde ich gerade total heftig, uncool. Wo ist mein Elektrobolt? Gib mal her. Zeig mal her. Ich will mein Elektrobolt wieder haben. Dann können wir uns einfach noch eben einkaufen nebenbei. Ah, das ist so doof. Das ist jetzt gerade wirklich doof. Tja. Achso, egal. Wo? Ich freue euch doch einfach. Da ist er ja! Warum ist er denn jetzt auf A3? Das finde ich jetzt aber arg uncool. So, warte mal, dann muss ich das jetzt hier mal eben ein bisschen, wie jetzt? Das ist jetzt wieder auf 1. Das ist aber nicht auf 1. So, komm mal her. Will dich kaufen. Was? $200? Willst du mich fahren? Okay, gut, ja, dann hacken wir dich dann doch lieber. Ist dann, glaube ich, doch schneller. So, und dann da so lang. Und dann da. Und dann möchte ich da... Oh, shit. Okay, machen wir das so. So, und... Problem, Problem, Problem über Probleme hier. So, geht das so? Das geht dann aber auf jeden Fall so. Und so geht das auch. So, meine Güte, das war jetzt aber knapp. Puh. So, los. Steig auf. Bist mein. Ach, ich möchte jetzt hier lang. Okay. Ich glaube, ich sollte jetzt so langsam mal ein bisschen aufpassen mit den Kameras und so. Aber, womit ich auch aufpassen sollte, ist die Länge der Folge. Und aufgrund dessen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir bis dahin einen Daumen hoch gebt, einen Kommentar hinterlasst, euren Freunden erzählt, dass es mich gibt. Und das Allergeilste, mir ein Abo dalasst. Und ja. Dann bis dahin.